Moin moin und willkommen zurück. Ja, zu Aftermath oder Nachwirkungen auf Deutsch. Ich kann das im Englischen nicht so gut aussprechen. Ist egal. Ja, es ist noch Nacht, aber es sollte gleich die Sonne aufgehen. Wir haben dann Tag 15. Gerade ist das Altmetall aufgebraucht, sehe ich gerade. Der kann ja nicht mehr produzieren. Dann verlegen wir erstmal die Arbeitszone. Ey, Arbeitszone. Da hinten? Ja, da. Bescheiden. Darf ich nicht... Nutzlos. Hallo. Ich würde gerne... Bin ich im Schuggel? Hallo? Achso. Ach, das Fenster ist nach unten gerückt. Du kleines Arschlochfenster. So, da links habe ich gerade was leuchten sehen. Also irgendwann geht's los, dass wir nur noch unterirdisch das machen können. Oh, hier ist ganz viel Geviecher. Das ist natürlich... Eieiei. Das ist gut für die Jagdhütte. Gut, dass wir das gesehen haben. Wo ist die Jagdhütte? Das war der Recycler. Das ist die Jagdhütte. Oh, da sind auch ein paar Viecher. Leo Research is complete. Wow. Jetzt nicht verstanden, was er Fischerhütte, was er ja, gemacht hat. Ja, und währenddessen ist gestern, also Aufnahme, naja gut, die Aufnahme kommt wahrscheinlich wieder ein, zwei Tage später raus, aber es kam vor kurzem das 8. Update quasi, es gibt neue Gebäude, die wir noch nicht kennen, aber es ist schön zu sehen, wenn dieses Early Access Spiel, was es halt ist, wirklich auch Updates bekommt. Und sie sollte zurück, ne? Ach, das Essen lassen wir mal da. Ja, es ist halt schön zu sehen, dass es halt lebt. Das ist... Weil es gibt Early Access Spiele, da kriegst du vielleicht in einem halben Jahr mal ein Update, wenn überhaupt. DayZ hat ja auch ewig gebraucht. Ich dachte auch, es wäre tot, aber dann war es doch nicht tot. Ich überlege gerade, drei Gefahren. Die ist ja nicht so unsere Haut-Rausch-Spezialistin, ne? Entschuldigung, ich glaube, da ist es besser, wenn man natürlich die, ach, die kann nur eins auf. Ach, die kann auch nicht richtig plündern. Weil die kann kämpfen, aber. Was ist hier so gefahrenmäßig? Auch 33%. Sie kann aber auch. Oder sollte sie hier den. Sollte Lady den Typen auf die Fresse hauen? Ach komm, jetzt machen wir. Lady haut den mal auf die Fresse. Das ist kein Problem und mit ihr gehe ich mal das Risiko ein und gehe in diese Militärbasis. Vielleicht ist das letzte Mal, dass wir Crow sehen. Aber ging alles gut. Erfolgreich gelootet. Cool. Haben neuen Schusswaffen. So, was ist... Achso, hier haben wir noch keine Pflanzen. Aber hier waren die Kartoffeln, ne? Oh, hier kommen auch Kartoffeln langsam. Dann bitte einmal Mais. Na, weil Kartoffeln den ganzen Tag essen, ist ja natürlich langweilig. Und irgendwann müssen wir halt was lernen, dass wir halt unterirdisch Metall abbauen können. Hm, ich überlege gerade, schicke ich die wieder raus? Ach komm, geh wieder raus. Ein paar Bäume hat er noch. Ja gut, sie kann ja auch auskundschaften zur Not. Aber sie ist erfolgreicher beim Plündern, ne? Ja, dann kann sie das hier mal wegplündern.
Und Gefahrenchance 67%. Ist natürlich nicht ungefährlich. Dann soll sie mal hier diese Plastikfolie abholen. Und auf dem Rückweg kann sie vielleicht noch was aufdecken. Ah, dann sind wir hier erstmal durch. Und ja. Wie viele Arbeitskräfte haben wir? 3 Träger, 12 Arbeiter, 15 Erwachsene. Naja. Ich war noch am Überlegen, ob wir vielleicht noch einen zweiten Jäger bauen und den hier hinschicken. Hier gibt es ja alles. Ratten. Mutierte Wildschweine. Mutierter Bär. Und radioaktiver Niederschlag. Oh, was ist das denn für eine Scheiße? Der Himmel verwandelt sich von einem strahlenden Blau zu einem giftigen Grün. Und die Luft scheint in deinen Lungen zu brennen. Das sind die ersten Anzeichen einer bedrohenden Gefahr. Die intensive Strahlung stellt während der radioaktiven Niederschlag sowohl die Kolonisten in eine ständige Bedrohung dar. Und sie können an den Folgen sterben. Auch alle Nutzpflanzen werden eingehen und vor dem Ende des Niederschlags kann nichts gepflanzt werden. Schwere Fälle von Strahlenkrankheit und Durst belasten jeden extrem. Oh, ich bin heiser, Mann. Entschuldigung. Lege Vorräte von Jodtabletten aus der Welt da an. Hallo, wo soll ich denn die herkriegen? Zusätzliche Sanitäter. Setze zu. Ja, genau. Okay. Dann machen wir das doch mal gleich. Hier. Jetzt ernten. Mann, 5 Kartoffeln ist ja der Hit, ey. Davon können sie ja alle leben, wochenlang. Tja. Da kann nur einer arbeiten. Ach, ich glaube, wir werden sterben. Dann machen wir da mal gleich dicht. Tage bis Eintritt 1. Ist ja nett, dass sie uns da nochmal die Info geben. Vielleicht macht es dann doch nochmal Sinn, eine zweite Jagdhütte zu bauen, die wir dann später, wenn wir wieder ernten können, wieder deaktivieren. Zweiten Fallensteller. Oder packe ich den schon ein bisschen in diese Richtung? Denn wenn die Felder zu sind, müssten doch eigentlich die, Ach, ich glaube, ich muss die noch... Ach nee, der muss ja arbeiten, scheiße. Weil der war ja noch nicht fertig geerntet. Ich habe den zu früh nach Hause geschickt. Eine Gruppe Überlebender ist am Tor angetroffen. Ja, normalerweise finde ich das super. Aktuell ein Erwachsener, 2 Kind. Oh Gott, die haben Fleisch dabei. Und guck an. Da draußen herrscht das reine Chaos. Wir haben bereits unseren Anführer und 2 weitere Mitglieder verloren. Du musst uns hereinlassen. Ja, alleine für das Essen, die Tabletten und die Kinder lasse ich dich rein. Sind sogar Antibiotika. Ja, ist doch gut. Jetzt kommt natürlich die Frage, haben wir genug Zelte? Also erst muss das Zelt hier mal geklärt sein, ja. Müssen wir kurz gucken, das waren hier 6 jedes Mal, ne? Also 12, 18. Dann war das hier 20, 22,
Punktlandung. Punkt genau. Das heißt, wir bauen nochmal neue Zelte. Oh, wir können hier richtig Wohngebäude bauen. Die halten ein bisschen mehr aus. Das finde ich sogar Porno. Richtig gut. Da hier noch Platz ist. Hier so schön hin. Ach, das ist verbessertes Holz, ne? Das ist kein normales Holz, doch. Weil das so ein bisschen heller ist. Keine Ahnung, was ihm fehlt. So, Play. Gut, dann gucken wir noch mal. Ach komm. Hol die Sanitätstasche. Auf dich ist echt Verlass. Sind da noch sechs? Aber sie hat ja keine Erfahrung. Ja, machst du die nächste Runde? Also wenn Squaw hier geschafft hat, ja, dann können sie, kann sie es ja hier auch schaffen, oder? Komm, nur Mut zur Lücke. Alles oder nichts. Alter, Crow, du bist super. Ich weiß nicht, wie wertvoll Waffen sind. Ich werde sie erstmal nach Hause schicken. Ich gehe da keine Gefahr ein. Außer Lady. Hau den Typen auf die Fresse. Oh, macht sie sogar. Nein! Macht jetzt Pause oder was? Weil Lady kniet, hat wahrscheinlich keine Aktionspunkte. Also wenn das der Fall ist, dann könnte man eigentlich mehreren Leuten angreifen. Ich dachte immer, die machen sich das so lange untereinander aus, bis einer tot ist. Aber anscheinend ist dann hier Pause. 4 Verteidigung, 6 Angriff. Na gut, Lady hat keine Verteidigung. Aber Crow ist zu weit weg, ne? Und dauert viel zu lange, bis die da ist. Na, läuft doch. Wird doch angefangen hier. Gibt es eine bessere Baracke, die ein bisschen besser was aushält, und dann können wir die anderen so nach und nach dann wieder abreißen. Sechzehn Wasser wieder nur. Verbrauch, Produktion. Na ja, gut, das müssen wir mal ein Auge haben. Wir dürfen niemals zu wenig Wasser haben. Ballensteller ist aktiv. Und dann verlegen wir deine Arbeitszone. Wo waren die denn alle? Hier, da kannst du massig töten. Da waren hier vorne noch welche, nee, ne? Noch irgendwo Ratten vorhin. Mal gucken, ob er es schafft, auch diesen Bär zu töten. Er stirbt, der, pass auf. So, was ist denn? Wir haben eindeutig zu wenig Holz. Okay, das stimmt. Okay. Wir haben zu wenig Holz. Was machen wir da? Na, Zement ist gleich weg. Dann werden wir irgendwo Holz abbauen. Was ist das? Große Zementruine? Nee, ich brauche Holz, Junge. Da, verfallenes Holzhaus. Das ist natürlich hervorragend. Nicht weit weg. Das reißen wir ab. Passt.
Wie sieht es überhaupt in der Forschung aus? Ich sehe gerade, wir haben 200 Punkte noch. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich lernen wollte. Regenerierbare Materialien, das klingt natürlich gut. Wir können auch gleich auf diese Zelte scheißen. Also verbesserte Nähte. Wir gehen einfach weiter und sagen, hier Dachstützen. Dass wir gleich diese neuen Gebäude verbessern, statt die alten. Dann sparen wir uns da 25 Erforschungspunkte. Inwände. Bringt mehr Zufriedenheit. Das ist natürlich richtig geil. Und dann süßes Porzellan. Ich einfach nur, weil es süßes Porzellan heißt, muss ich es erforschen. Es gibt nichts Besseres, als auch in der Postapokalypse ein vernünftiges Ei abzulegen. In so einem Plumpsklo. Wart ihr mal auf dem Dixie-Klo? Ich finde die Dinger ultra eklig. Gerade bei Konzerten werden die ja vollgeschissen und vollgepisst. Boah, da ist man da ist man echt froh, wenn man wieder zu Hause ist und auf seine Porzellanschüssel scheißen kann. Es gibt nichts Besseres. Gerade so nach dem Konzertwochenende. Oh, meine Stimme hört sich echt so an, ob ich gestern den ganzen Tag gesoffen habe. Aber habe ich gar nicht. Also nicht, dass ich wüsste. So, sieht man irgendwie diese Radioaktivität noch? Aber im Himmel kann ich ja nicht sehen. Achso, und das wollten wir auch nochmal untersuchen. Dann spulen wir mal die Nacht vor. Ich finde die Nacht immer ein bisschen langweilig. Also solange das nicht eingetreten ist, will ich nicht mehr hier die Felder. Na gut, die Saat danach kannst du eh erstmal knicken. Oh, hier sind auch noch Tiere. Gehen wir erstmal zu unseren Spezialisten. Gibt's immer noch was drin? So, Lady, meinst du, du schaffst den Typen noch? Ich werde, glaube ich, wir ziehen uns da mal zurück. What? Du und ihr werdet den zusammen erledigen. Die heilen sich irgendwie nicht. Vielleicht muss ich die doch echt mal längere Zeit in der Stadt lassen. Weil die hat ja auch Schaden gekriegt. Ich weiß nicht woher. Wahrscheinlich war es doch hier gefährlich. Alter, wie lange erntet ihr denn? Ertrag 4, oder sind es die 4 Kartoffeln, sondern keine Ahnung. Aha. Aha, halt den Mund nur. 400 oder so? Ne, werden schon 4 sein. Dann essen wir halt radioaktive Kartoffeln, mein Gott. Besser als gar keine Kartoffeln. Man kann die auch braten, dann geht die Radioaktivität flöten. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Alternative Physik. Ich würde gerne noch mehr ranzoomen. Zoe, hi. Zoe. Wollen wir mal ein Spiel spielen? Hm? Und zwar, bringe diese Sachen da weg. Na gut, Zoe schickt. Wer macht das da gerade?
Leo? Weil hier ist es schon fast voll. Haben wir gerade eine Person mehr, dann kann die vielleicht das auch mal wegtragen. Na, der Bär lebt noch. Okay. Jetzt merken wir, dass die Radioaktivität da ist. Achso, ich wollte noch hier, genau, das müssen wir noch verlegen, die Arbeitszone. Was ist das? Bretter, Bretter. Gut, so merken wir gerade, dass dieser... Hüte dich vor hoher Strahlung. Und schweren Regen. Ja, was kann ich denn, ich kann ja nicht sagen, Bewohner, geht nach Hause. Oder kann ich das sagen? Hallo. Hallo. Geh doch mal nach Hause. Radioaktiver Regen. Du wirst verstrahlt, kleine Eleanor. Hm? Verschlechtert sich, Todesangst. Ja. Geh doch mal ins Bett. Oh. Man sieht richtig, wie scheiße es aussieht. Alle gehen normal arbeiten. Ich würde sie am liebsten jetzt gerne irgendwie nach Hause schicken. Mhm. Hier, die unterhalten sich noch. Oh, bisschen Radioaktivität. Das strahlt halt ein bisschen. Ach, egal. Radioaktiver Regen. Lecker. Mmh. Könnte ich drin baden. Huh? Penelope hat Spaß. Aha. Eleanor hat auch Spaß. Das ist doch schön. Die unterhalten sich. Ich glaube, es werden gleich ganz viele Leute krank werden. Ich glaube, alle. Wie viele Medikamente haben wir noch? 15. Süßes Porzellan. Was bringt uns das? Noch mehr Zufriedenheit. Mein Gott. Innentoiletten sind definitiv ein Luxus in den postapokalyptischen Zeiten. Dieser kleine Überrest der Zivilisation wird jeden einen in gute Laune versetzen, denn schließlich geht's nichts über eine gemütliche Sitzung auf dem Porzellanthron. Vollkommen richtig. Ich weiß aber nicht, ob wir das jetzt brauchen. Grenzaußenposten. Ja, so weit sind wir noch, glaube ich, nicht. Schaltet Garagen für Reparatur und Verwahrung von Autos frei. Ah, das ist zum Beispiel nicht schlecht, aber wir haben keine Energie. Das heißt, wir brauchen irgendwie Benzin oder so. Oder Solarenergie, um... ja, dann halt diese Garage da mit Strom zu versorgen. Bildung brauchen die Kinder nicht. Dachstützen, ja. Andenken brauchen wir auch nicht. Oh, Windkraft. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Inventar. Weil wir haben auf der Weltkarte ein Auto. Das heißt, wir müssen erst irgendwie Energie schaffen. Dann können wir halt die Garage bauen. Und dann können wir das Auto zurückschaffen. Und dann können wir noch weitere Strecken auf der Weltkarte fahren. So. Wetter in Neu-Brunswick. Heute leichter Regenschauer mit Radioaktivität. Also, nehmen Sie einen Schirm mit. Ah, und trinken Sie heißen schwarzen Kaffee. Davon geht Radioaktivität auch weg. Ah. Wow. Alter, Ghetto-Krieg. Alarm! Alarm!
Schieß sie doch weg! Sie sehen gefährlich aus! Was machen die bei uns hier? Also, ich muss draufklicken. Bezwinger des Ödlands. Eine ungehobelte, fast fröhlich wirkende Gruppe von Banditen versammelt sich vor dem Tor und zwingt ihre zwar improvisierten und doch höchst komplexen Waffen. Sie werden von einer Frau mit blutgetränkten Haaren angeführt, die das Wort ergreift. Hey! 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 Ob ihr bereit seid oder nicht, wir kommen! Okay, wir können sie bestechen mit diesen Talern. Scheiße. Ich habe keine Waffen, ne? Ich würde gerne sagen, dass wir bereit sind, aber wir sind's nicht. Wir haben keine Waffen. Ich gebe dem Bestechungsgeld. Hey, warum greifen die mich trotzdem an, die Schweine? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Hey, repariert das Tor! Wollten die mein Bestechungsgeld nicht? Habe ich was verklickt? Ich wollte euch bestechen! Sieg! Vielleicht wollten die mein Geld einfach nicht. Gut, dass ich nochmal eine zweite Person zum Tor gepackt habe. Eigentlich mit der Aufgabe, da was wegzuräumen, aber ja, ich bin jetzt doch mittlerweile dafür, dass... Ach, Crow braucht noch so lange. Ja, komm. Ich glaube, ich schicke alle drei hin, ne? Vielleicht, wir müssen auch vielleicht einen der Helden zurücklassen. Die werden jetzt bestimmt bald nochmal kommen, das weiß ich jetzt schon. Aber das ist cool. Also das hätte ich mir auch erwartet. Also ich wäre traurig gewesen, wenn das nicht passiert wäre. Wenn nicht Banden versuchen würden, quasi in deiner Basis einzudringen. Wäre ich echt enttäuscht. So. Der eine Radioaktive ist nach Hause gegangen. Und der wird gerade hier behandelt. Vielleicht sollten wir noch so ein zweites Zeltchen bauen, ne? Scheiß radioaktiver Regen. Aber die Hütte ist dafür bald fertig hier. Achso, die Info habe ich auch gar nicht gesehen. Banditenüberfall. Banditen stehen vor dem Tor. Und die Situation ist kurz davor, zu einem Kampf zu eskalieren. Rufe deine Spezialisten in die Siedlung zurück und verstärke die Torverteidigung. Um die Angreifer, ja. Danke, das habe ich mir jetzt auch schon gedacht. Ja, zwei Verstrahlte. Ja, von diesen Oberteilen können wir ja auch mal... Weil wir haben gerade 30 Oberteile, da brauchen wir jetzt nicht noch mehr schneidern. Da können wir die Arbeitskraft für was anderes gebrauchen. Zum Beispiel, um Sachen vom Tor wegzutragen. Und nebenbei ist jetzt schon, glaube ich, die Sonne aufgegangen oder so, ne? Ist ein neuer Tag. Tag 16.
Der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Das ist richtig. Wohnhaus ist fertig. Ey, gucken wir uns doch mal das an. Oh, hier unten ist doch ganz nett. Da oben kann man auch gut schlafen. Cool. Wer ist denn verstrahlt überhaupt? Oscar, den habe ich noch nie gesehen. Bist du der Neue? Hat es ja genau den richtigen erwischt. Ich kenne dich eh nicht. Komm, wenn du stirbst, brauche ich mir deinen Namen gar nicht merken. Alles okay. Oh nein, nicht Zoe! Oh nein, du darfst nicht verstrahlt sein. Los, geh schnell zum Onkel Doktor. Kann ich sagen, gehst du rein? Oh, ist noch mehr verstrahlt. Scheiße. Aber Zoe und Oscar sind ja richtig dermaßen verstrahlt. Oh, da haben wir schon einen Geist, der ist blau. Oh, ich den ausgewählt. Ah, ein bisschen Strahlung. Jetzt habt ihr euch da mal nicht so. Ein Vorteil hat's, wenn jetzt gleich ein paar Leute sterben, haben wir mehr Vorräte. Die wir für die anderen noch übrig lassen. Wie lange dauert das noch hier, verdammte Kacke? Also langsam reicht es mit der Strahlung mal hin hier mit dem Regen. 7 sind verstrahlt. Hui! Ich bin am Glühen. Oscar, das freut mich. Wie wär's, wenn du mal da ins Krankenhaus gehst, oder? Zustand scheiße. Ich überlege nebenbei, wie ich schon die Stadt erweitere. Wir brauchen auf jeden Fall ein zweites Zelt. Hier will ich es nicht bauen. Hier will ich weiter wahrscheinlich Landwirtschaft betreiben. Das heißt, hier kommt kein Gebäude hin. Hier sieht so scheiß Radioaktivität aus. Hier ist Radioaktivität, nuklearer Abfall. Also hier schon mal nicht. Und hier wollte ich eigentlich, dass hier schön Bäume gepflanzt, gerodet werden. Verleg mal deine Arbeitszone. Aber wir werden dann doch hier mal die Straße weiterführen und dann hier noch Gebäude ranhängen. Sie echt nicht gut an. Ich gehe mal auf die... Oh Gott, Oscar. Das, der wird sterben, das ist einfach so. Ups, nein, die Schotterstraße bauen. Ey, Mann, hör auf. Ich wollte kein nichts bauen. Neun. Scheiße, sind bald echt alle verstrahlt. Ich will jetzt nichts mehr. Noch. Hi. Oh, Zoe. Nicht Zoe. Oh, ich muss auf die Weltkarte. Nicht die Kleine. Die Kleine darf nicht sterben. So, dann lenken wir uns doch mal ein bisschen ab. Quo kommt von der anderen Seite. So, die könnte theoretisch schon angreifen. Kann Lady noch was machen? Nein. Dann nicht. Komm, du hast Arzneimittel. Komm nach Hause. Ach, ich möchte es nicht, aber...
Wir müssen wieder auf hier hin. Was kostet so ein zweites Zelt? Oh Gott, ich glaube, das müssen wir bauen. Das habe ich noch gar nicht gebaut, ne? Scheiße. Apropos, da hat es gerade jemanden erwischt. Ja, dann, bauen wir jetzt Gebäude wird angegriffen. Was? Lilly ist feindselig geworden. Also ich glaube, wir haben ein großes Problem. Das ist der tote Oscar. Gut, das heißt, ich baue jetzt auf jeden Fall erstmal eine Totengrube. Ich weiß aber nicht, ich würde jetzt nicht so gerne hier am, jetzt nicht so gerne hier haben, aber hier ist ja sonst kein Platz, verdammt. Hier, Ruhestätte am See. Da, wo Oscar liegt, kommt gleich was hin. Dann brauchen wir noch ein zweites Zelt. Und die Banditen sind wieder da. Fuck you. Jetzt noch auf meine Leute. Ruhm und Ehre im Tod. Als die Banditen sich nähern, kannst du ihre Gesänge besser verstehen. Tod im Kampf. Tod, Tod im Kampf. Die Banditen scheinen keine Ahnung vom organisierten Angriffen zu haben und nähern sich dem Tor als hoffnungslos chaotische Gruppe. Das Problem ist, es sind ja alle krank. Die Banditen scheinen weder dein Versprechen noch dein Angebot zu vernehmen. Sie überfallen die Kolonie. Wie eine Welle. Mit Urgewalt und urteilslos. Scheiße. Ist unsere Mauer bemannt? Ja doch. Scheinen zwei Leute drin zu sein. Die Autos kippen um. Okay, es ist da vorne immer eine Sprengfalle. War's das? Also die greifen jetzt ziemlich häufiger an. Schnell reparieren und komm mal schnell nach Hause. Ich brauche hier eine Heldin. So. Also ich glaube, wir machen nicht mehr lang. Also... ich glaube, es ist bald vorbei. Aktionspunkte. Wenn der Spezialist die Handlungen auf der Weltkarte vornimmt, werden seine Aktionspunkte verbraucht. Das wissen wir doch schon. So, wir machen jetzt Folgendes. Lady, Attacke. Nimm das, du rothaariger Irokesentyp. Er ist fast tot. Jetzt kommt Crow von hinten. Töte ihn! Ja! Super! So schön hochgesprungen und zack in die Fresse rein. So habe ich es am liebsten. Und was hat es uns jetzt gebracht? Na gut, wir kommen jetzt hier, können jetzt hier 200 Wissenschaftspunkte oder bis zu 645 rauskriegen. Super.
Das heißt, die beiden ziehen wir zurück und erst wenn die zurück sind, darf dann die andere gehen. Ivy war das, glaube ich, ne? Ja. Pass auf, Ivy, du kannst hier ein bisschen verstrahlt werden. Aber nur ein bisschen. So, einer deiner Kolonisten, ja, Bewohner, ist leider verstorben. Hebe eine Grube, Grabgrube aus, bevor die Zersetzung einsetzt. Ah, Infektionsquellen, ah, scheiße. Ich hätte, glaube ich, die Grube als erstes bauen sollen. Tut mir leid, Zoe. Du warst ein süßes Kind. Aber du hast bis zu deinem Tod, bis zum Ende Spaß gehabt. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Isabella hat es auch erwischt. Scheiße. Hat auch Spaß. Sie ist am Tor. Das ist wunderbar. Ja. Ja, gut, der radioaktive Regen hat jetzt aufgehört. Das Problem ist noch, der Zustand ist da und... Zoe ist gestorben. Vor Eleanor, die ihre Zwillingsschwester ist, weil sie sehen identisch aus. Könnt ihr Gottverdammt nochmal diese scheiß Grube ausheben? Priorität super hoch. Hier machen wir mal kurz, kann ich hier pausieren? Dass wir die Leichen wegkriegen. Wir haben keinen Träger. Das ist das Problem. So, da wir eh kein Essen mehr brauchen, komm. Machen wir hier Pause. Komm, schick. Tschüss. Brauch Träger. Oh, das ist auch noch nicht repariert, aber egal. Ich glaube, Isabella war eine der Personen, die wir von Anfang an dabei hatten, ne? Also die lebt jetzt, glaube ich, seit Tag 1. Komm, den ersten, den er wegtragen muss, ist Oscar. Da liegt er nämlich schon ziemlich lange. Leo, du bist auch von Anfang an dabei. Aber gib Gas, Junge. Komm, ich schwimme ein bisschen vor für dich. Bau schneller. Junge, bau. Bei den gleichen. Die verwesen. Na gut, da wurde ein Baum abgehackt. Habe ich die Zone nicht verlegt? So, kannst du bitte mal hier, ey. Leo. Da, Leiche. Weil ich glaube nicht, dass die Leichen automatisch reingehen. Da stand was mit Logan. Logan ist auch verstrahlt oder tot oder... Hier liegen sie alle rum. Sophia ist auch tot. Ja, wir haben keine Pillen, ne? Die sind noch hier. Wie kriege ich die hier raus? Weil das nimmt sie ja nicht. Keine freien Träger übrig. Was machst du hier? Werkzeuge. Brauchen wir nicht. Raus mit dir. Ich brauche einen Träger. Holz. Die Leichen müssen weg. Raus mit dir. Und du? Wie wär's, wenn du mal dich um die Leichen... Oh. Aber wegräumen oder so kann ich nicht, ne? Ich kann die nur zu Verteidigungszwecken nutzen. Junge, da liegt der Oscar. Hier ist die Grube. Oscar, Grube.
Oskar Grube. Kann doch nicht so schwer sein, aber die zwei sind schon drinne. Okay, er nimmt die wahrscheinlich erstmal, die weiter weg sind. Ne? Ja. Das ist ganz normaler, ganz normale Kiste. Gibt keine Animation für Leichen, die getragen werden. Ich glaube, an dieser Geschichte, das war ja noch schlimmer als der Metroidenhagel, der runterkam. Nehmen wir jetzt mal Oskar. Oskar ist hier. Oskar ist hier. Der liegt ja schon lange. Geh doch erstmal nach den Leuten, die schon lange liegen. Auf jeden Fall haben wir wieder Platz. Das ist doch schon mal gut. Aber hier ist noch jemand verstrahlt, verdammte Scheiße. Finlay. Ja, so kriegt man auch wieder Platz an für Bewohner, also. Na doch, mach mal. Ne, Essen sollten wir ja genug jetzt haben. Wir haben ja weniger Leute. So, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin sowas von gespannt. Wo ist jetzt hier Leo? Hallo, Leo. Oh, der hat sich Oskar weggeschnappt. Ich habe ihn nicht mal gesehen. Infiziert? Aha. Nee, ist immer Finlay. Aha. 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 Keine freien Träger übrig, ja. Träger braucht man immer. Aber dann können wir dich hier erstmal rausschmeißen. Dann haben wir einen Träger. Und das Essen nimmt rapide ab. Na komm. Ah, hier liegt noch eine Leiche. Scheiße. Entschuldigung. Nochmal zurück. Brauche jemanden, der die Leiche wegträgt. Gut, der Infizierte ist schon mal mit drin. Ich überlege noch, was können wir noch abschalten? Ey! Warum bist du aktiv? Raus da, wir brauchen keine Klamotten. So, jetzt haben wir aber keine Leiche mehr, oder? Gut. Dann kann ich dich hier wieder rausschmeißen. Nein, wir brauchen da keine Arbeitsplätze. Dann bau mal lieber wieder hier das nächste Lazarett. Boah, es war echt hart. Das Problem ist jetzt, weil wir so wenig Leute haben, wir verlieren trotzdem Essen. Die fressen mehr als vorher, habe ich das Gefühl. Vor allem, ich habe keine Leute mehr für die Produktion von Nahrung. Ich habe ja auch alles zugemacht, aber ich brauche ja Leute. Oh ne, sind auch verstrahlt. Scheißendreck, ganz einfache Kiste. Ja, und 6 am Lotto, du.
Was hast du nochmal bei Plündern? Plündern 1. Na, ihr geht's immer noch super, aber sie hat die Waffen. Können die vielleicht tauschen? Nee. Du hast Waffen. Ich schick's dir alle zurück. Gut, dann würde ich sagen, ich glaube, die Folge ging schon wieder ziemlich lang, aber das war ja scheiß Radioaktivität. Wir haben so viele Leute verloren. Und diese Bandenangriffe gehen mir ganz auf den Sack. Anfangs habe ich noch mich gefreut und jetzt gehen sie mir auf den Sack. Ganz einfach. Na gut. Ich hoffe, wir überstehen das hier. Wir haben einen derben Rückschlag bekommen. Ja, Zelt wurde fertig gebaut. Wunderbar. Aber da ist ja eine Person drin, die drin arbeitet. Ich schmeiß dich mal raus. Wenn irgendwas ist, werde ich es wieder reaktivieren. Wir müssen hier gucken, wo wir welche Person einsetzen. Genau wie ich sehe gerade hier, wir haben genug Eisen. Dann werde ich auch das erstmal hier stoppen. Dafür machen wir lieber die Fischerei wieder auf. Dass wir an Nahrung kommen und vielleicht die Kartoffeln. Oh, hier ist noch ein Mitarbeiter drin. Oder kann noch ernten. Schön radioaktive Essen ernten, komm. So, was machst du hier? Noah, verpinkel dich. Da gibt's keine Arbeiter. Geh weg. Und warum bist du noch krank? Da sind schon noch zwei Leute drin, ne? Ach, so lange wird er noch leben. Naja, wie gesagt, ich bin... Wir müssen echt mal gucken, wie wir hier weiter vorgehen. Das ist auf jeden Fall auf einmal von 0 auf 100 schwieriger geworden. Und naja, mir hat es gefallen bisher. Wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst doch mal gerne ein Like und einen Kommentar. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal und ich brauche nochmal einen Kaffee. Ciao!